Geht doch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rabens. Ich bin's wieder, euer Poison Blackie von Super Poison IP und irgendwann werde ich es mir vielleicht nochmal abgewöhnen. Was ich wahrscheinlich nicht glaube. So, dann wollen wir mal braten unser Fleisch. Das könnte ein bisschen dauern. Und in der Zeit können wir mal uns Skip mal schön angucken. Ich meine, der verschwindet immer mehr. Irgendwann sehen wir nur noch die Pfanne. Ah ne, jetzt? Ne, das bewegt sich noch. Ist gerade mein HP gesunken. Bewege ich mich von der Pfanne weg? Mann. Da kommt noch ein bisschen was, glaube ich. Anscheinend gehen wir auf Reisen. Und zwar in das Reich des Specks, würde ich sagen. Gebratenes Fleisch, alles klar. Dann schieben wir uns mal ein bisschen was rein. So, dann wollen wir nach Baldarm, der Baldarm ist. Ach ja, wir müssen noch die Muscheln öffnen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Es gibt echt einige dumme Leute, würde ich sagen. Genau, nach Baldarm.
dann würde ich sagen, geht's langsam nach zur Addon-Welt. Davor gucken wir dann nochmal auf unsere Liste, was wir noch zu erledigen haben. Ja, ich auch. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das wusstest du auch vorher nicht. Das ist ein Goyner-Kelch. Ich hatte in Erinnerung, dass der ein Blutkelch hatte. Aber. Nee, ich glaube. Die sagten alle im oberen Viertel. Erstmal gehen wir eine Runde pennen. Hat Brian jetzt eigentlich was Neues? Hey, du! Was kann ich... Danke. Wir haben jetzt 2175 Gold. Das ist schon mal etwas. Halt's Maul. Stimmt. Mit dem können wir, glaube ich, noch mal reden. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 100 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Oh, manchmal. Ein Söldner. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Das war alles. Was für Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Also auch anderen Hast Tabak? Du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Woher bekommst du den Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir, magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Oh, alles klar. Hört ihr Bewohner und von Corinnes. Bla bla bla. Ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender. Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Wer hat die besseren Waffen? Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Ich muss weiter. Von mir aus. Ich würde sagen, erstmal kaufen wir Pfeile, wenn sie hat. Erzähle ich gar nichts mehr. Zeig mir. Der erzähle ich gar nichts mehr.
Ich glaube da nicht dran. Das weiß doch inzwischen jeder. Er erzählt alles weiter. Wer sagt denn so? Naja, ich glaube, wenn ich es nicht mache, muss ich Kanter Geld sein irgendwann. Und dann, sonst handeln die Händler nicht mehr mit mir oder irgendwie sowas war da. Sarah verkauft Waffen an Ona. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Hast du dafür Beweise? Sie hat einen Brief über Waffenlieferungen an ihn in der Tasche. Damit wird sie nicht durchkommen. Ich werde sie verhaften lassen. Des ehrenwerten Lord Hagens erfolgt folgender Erlass. Ihr sollt das Maul halten, solange ich hier bin. Er redet einfach zu viel. Okay, tut mir leid. Wegen Sarah. Gut gemacht. Sarah ist dort, wo sie hingehört. Ich habe ihre Waren übernommen. Wenn du also eine Waffe brauchst, komm zu mir. Was du nicht sagst. Zeig mal. Was du nicht sagst. Das ist ja schrecklich. Das wird noch viel schlimmer. Das ist ja schrecklich. Das sind immer Pfeile, du Arsch. Das ist schrecklich. Das ist mal wieder typisch. Was du nicht sagst. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich muss vor. Halt's Maul. Du hast keine Pfeile, du Arsch. Ich glaube da nicht dran. Nachher bei Zuges war ich schon aufgegangen. Das ist ja schrecklich. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Immer. Zeig mir doch inzwischen jeder. Das habe ich. Das gefällt mir, das gefällt mir. Er redet einfach zu viel. Das kann ich auch noch mal gut gebrauchen. Das habe ich schon immer gesagt. Er redet einfach zu viel. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Wer sagt denn sowas? Er erzählt alles weiter. Das weiß doch inzwischen jeder. Er redet einfach zu viel. Das darfst du keinem erzählen. Zeig. Sieht das anders. Er sollte lieber den Mund halten. Er arbeitet auch den ganzen Bogen, Tag. Oh. Ich glaube da nicht dran. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Okay. Denn sowas. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Er arbeitet das auch den ist schon mal Tag. Gut. Was du nicht sagst. Er redet einfach zu viel. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe. Also. Da. Information für. Nee. Nach bald Abend sollte ich noch, stimmt. Ich habe was anderes gehört. Das habe ich schon immer gesagt. Das hätte ich beinahe vergessen. Erzähl mir nicht sowas. Er erzählt alles weiter. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur zwei Flaschen gegeben. Verdammt teuer! Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Und wer muss die Arbeit ja machen? Das ist ja schrecklich. Zeig mir deine Ware. Typen wie du kriegen bei mir nichts. Wieso? Erst die Bauern aufwiegeln und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Jetzt verschwinde, du vertreibst mir die Kundschaft. Ich würde lieber den Mund halten. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Alter. Das weiß doch inzwischen jeder. Er sollte lieber den Mund halten. Er sollte lieber den Mund halten. Das darfst du keinem erzählen. Was ist mit dem los? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Der erzählt dir. Deswegen bist du bald arm. Okay.
Hatte ich, glaube ich, schon. Da geht's da lang. Ich glaube, da ging es richtig lang. Hey, Kronos. Kannst du... Sag mir, was du... Oh. Gib mir... Das ist teuer. Nee, das reicht. Danke. Warte sich. Hey, Nefarius. Was hey. Geht, Kollege? Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig. Ich weiß. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament zu einem Ring zusammenzufügen. Oh, echt? Hier. Ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Okay. Was habe ich jetzt alles? Honigtabak, Pilztabak, Krauttabak. Oh. Dann wollen wir mal wieder in Gang bringen. Das lese ich mir später durch. Gott, geht er langsam. Ist wieder zusammengesetzt. Yo. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal, bevor wir den Part beenden, die Sprache der Erbauer lernen. Arion Mixier. Warte mal. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Stau auf.
Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Jo. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, hinterlasst konstruktive Kritik und haut raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.